Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Das, was wir eben gehört haben aus diesem Hohen Hause, von diesem Rednerpult, das greift die Fundamente unserer Republik an, das greift die Fundamente eines erfolgreichen Verteidigungsbündnisses an und es greift vor allem die Stabilität und den Frieden in Europa und in Deutschland an, meine Damen und Herren. Ich kann Ihnen nur sagen, dass Sie mit dem Antrag, die NATO zu ersetzen mit einem neuen kollektiven System, mit Ihrem Antrag, auf den Sie gar nicht eingegangen sind, nämlich Abzug der deutschen Soldaten aus der Türkei und keine Stationierung von multinationalen Truppen in dem Baltikum. Sie verhohnepiepeln damit die Sorgen der baltischen Staaten. Sie spielen dem IS in die Hände. Und ich kann Ihnen nur sagen, Sie bedienen ein ideologisches Kalkül, das nicht dadurch besser wird, dass Sie lauter werden, sondern es ist schon sehr verwunderlich, nach einer Regierungserklärung heute Morgen unserer Bundeskanzlerin mit einer großen Aussprache, weil Sie kein Gehör finden, weil Sie die Menschen nicht überzeugen, kommen Sie jetzt mit einem neuen Antrag, und den lehnen wir vehement und aus Überzeugung ab, meine Damen und Herren. Würde man Ihrem Antrag folgen, dann würden wir Instabilität erzeugen. Dahinter steckt offensichtlich ein Kalkül, nämlich der auch Ausdruck darin findet, dass Sie offensichtlich ein zerrüttetes Verhältnis haben zu den Strukturen. Wir leben in einem wiedervereinigten Deutschland mit friedlichen Nachbarn. Deutschland geht es gut. Und all das wollen Sie in Zweifel setzen, als sei es nicht gut für unser Land und unsere Bürgerinnen und Bürger. Und wie heute Morgen auch, als Ihre Vorsitzende hier gesprochen hat, im Grunde genommen bedienen Sie ein AfD-Klientel damit, meine Damen und Herren. Ich finde auch Ihre Zwischenrufe, ich finde auch das Lachen, was Sie offensichtlich auf Ihren Lippen tragen, nicht der sicherheitspolitischen Lage und dem Sorge der Menschen angemessen. Wir haben heute eine Regierungserklärung gehabt zur NATO. Sie wollen die NATO ersetzen. Die NATO war eine wichtige Säule für die Wiedervereinigung Deutschlands und ein Pfeiler der Dialogbereitschaft. Die NATO-Russland-Akte war ein gutes Modell, ein gutes Medium, um miteinander die großen Probleme dieser Welt auch zu lösen. Leider ist diese NATO-Russland-Akte einseitig aufgekündigt worden durch die Annexion der Krim. Kein einziges Wort sagen Sie zu einem Verstoß gegen das Völkerrecht. Fragen Sie doch die Menschen einmal auch in der Ukraine. Fragen Sie die Menschen in Polen. Fragen Sie die Menschen im Baltikum, wie es ihnen geht. Ich kann nur ganz deutlich sagen, nachdem man die Ukraine von russischer Seite hatte aufgefordert, das atomare Verteidigungsmedium abzuschaffen, hat man die Krim offensichtlich an sich gezogen. Ich kann nur sagen, wir glaubten, dass die Zeiten vorbei sind, wo man in Europa mit militärischen Mitteln Grenzen verschiebt, meine Damen und Herren. Und deswegen ist es gut, dass wir Verantwortung tragen hier in Deutschland und dass wir Ihren Antrag heute auch ablehnen werden. Herr Kollege Otte, darf ich kurz unterbrechen? Das ist eine lebhafte Debatte und selbstverständlich besteht da auch der Wunsch, Zwischenfragen zu stellen. Hätte aber jetzt die Bitte an diejenigen Kollegen, die jetzt den dringenden Wunsch verspüren, eine Zwischenfrage zu stellen, dass sie sich zunächst mal mit ihrem jeweiligen parlamentarischen Geschäftsführer oder Geschäftsführerin ins Benehmen setzen und dann prüfen, ob sie diesen Wunsch weiterverfolgen wollen. Herr Kollege Otto, Sie haben das Wort. Ich hätte ohnehin eine Frage jetzt nicht zugelassen, weil ich eben doch feststellen musste, dass Sie offensichtlich Ihrer Ideologie sehr gut vorbereitend eine Rede gehalten haben, die gar nicht mehr auf die Anträge einging, die Sie hier gestellt haben im Deutschen Bundestag, sondern ausschließlich Ihre Programmatik abgebildet haben. Ich will auf den zweiten Punkt des Antrages kommen, nämlich keine deutschen Soldaten nach Litauen. Es geht hier darum, dass man eine Initiative mit multinationalen Kräften erzielen will, die eine Stationierung durchführt in Litauen, in Estland, in Lettland und in Polen, um die Sorgen der Menschen dort im Baltikum auch aufzunehmen. Die Sorgen, die darauf begründet sind, dass an der Grenze massive Truppenbewegungen auf russischer Seite vollzogen werden und dass wir alle das Kalkül der hybriden Kriegsführung
in der Ukraine noch in den Ohren und im Sinn haben. Es geht ausschließlich darum, ein Bataillon zu stationieren, das rotierend und vom Personalumfang dem NATO-Russland-Akte entspricht. Zwei Kompanien multinational, eine Host Nation, also eine einheimische Kompanie, eine Einsatzkompanie und eine Ausbildungskompanie. Ich kann nur sagen, nach den Erfahrungen, die wir machen mussten als friedliche Völkergemeinschaft in der Ukraine, ich halte diese Sorgen für berechtigt und ich halte es vor allem für verantwortungsvoll und auch notwendig, hier diesen baltischen Staaten auch beizustehen. Aus der Überzeugung der Bündnisfähigkeit, auch aus den Erfahrungen Deutschlands, als wir uns Sorgen machten um unser Land und auch aus Überzeugung für eine friedlebende Zukunft. Und da bin ich bei Ihrem dritten Antrag, den Sie offensichtlich vergessen hatten, hier vorzutragen, nämlich, dass Sie sagen, wir sollen die deutschen Soldaten aus der Türkei abziehen. Wir machen uns Sorgen um die innenpolitische Lage in der Türkei. Wir sprechen auch mit Oppositionskräften. Aber ich sage auch einmal ganz deutlich, wir haben ein übergeordnetes Ziel, dass wir nämlich gemeinsam vorgehen gegen den unbarmherzigen IS-Terror und dass wir gemeinsam militärisch vorgehen, dass dieses menschenverachtende System sich dort nicht etabliert. Und wir haben einen Anspruch, meine Damen und Herren, wir haben einen Anspruch, dass wir als Parlament auch unsere Soldatinnen und Soldaten dort besuchen. Das werden wir auch im September, Anfang Oktober wahrnehmen. Und wir sind vor allem unserer Ministerin auch dankbar, dass sie spontan und resolut unsere Soldatinnen und Soldaten dort besucht haben. Wir wollen Stabilität und Sicherheit erzeugen in Ländern, damit sie selbst in die Lage versetzt werden, für Sicherheit zu sorgen, damit die Menschen sich nicht aufmachen müssen als Flüchtlinge, damit die Menschen sich nicht in die Hände der Schlepperbanden begeben. Und deswegen ist es auch gut, dass die NATO einen Einsatz fährt, nämlich zwischen Griechenland und der Türkei, um die Schlepperstrukturen aufliegen zu lassen, um sie auch ein wenig zu zerstören, damit Menschen nicht getrieben werden, sich in illegale Schlepperhände zu begeben, meine Damen und Herren. Und denken Sie immer auch an die Terrorangriffe in der Türkei. Wir stehen ein für Bündnisfähigkeit, für Verlässlichkeit, für Frieden und Freiheit und auch für Menschlichkeit. Und deswegen lehnen wir Ihre Anträge alle ab. Dankeschön. Nächster Redner ist der Kollege Jürgen Trittin für Bündnis 90 Die Grünen.